Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Alex Hurschler, Profiler, und zeige dir dein volles Potenzial. Hallo und einen ganz schönen guten Tag. Das Thema zum heutigen Podcast ist: Der Erfolg beginnt mit einem ersten Gedanken. Ich möchte heute euch eine Strategie erzählen, welche erfolgreiche Menschen haben. Ich durfte schon mit vielen erfolgreichen Menschen zusammenarbeiten, und da ist mir auch einiges klar geworden, dass viele erfolgreiche Menschen immer ein bisschen die ähnliche, ich sage jetzt mal, Routine aufbauen, wie sie sich ihr Umfeld erschaffen, wie sie als Mensch sich geben und wie sie sich ihre Firmen, ihre Privatleben strukturieren, dass sie eben erfolgreich sein dürfen. Und das können wir abkupfen, abschauen, und darüber möchte ich heute mit dir dies erzählen. Der Erfolg beginnt mit einem ersten Gedanken. Ich möchte dir mal kurz hier erzählen, dass für mich Erfolg nicht immer in finanzieller Hinsicht hier erfolgreich sein muss. Denn für mich ist es viel wichtiger, dass der persönliche Punkt als Mensch im Vordergrund stehen darf, dass wir den Erfolg als Mensch auch spüren dürfen. Das fühlt sich dann auch in unserem Leben an. Wie fühlt sich meine Haut an? Wie fühlt sich meine Umgebung an? Wie gehe ich mit Menschen um, die ich liebe, die ich gern habe? Das möchte ich gern alles anschauen und mit dir heute in verschiedenen Bausteinen zusammenstellen, dass auch du erfolgreich sein darfst in deinem Tun, in deinem Umfeld, in deinem Leben. Und das beginnt mit der Routine. Routine und Disziplin geht Hand in Hand, weil es bedingt, etwas zu tun und dies regelmäßig zu tun. Das ist ja auch eine Routine. Und man hört ja schon viel bei anderen Menschen auch, dass die Morgenroutine so was Wichtiges ist. Ich habe mal in meiner Vergangenheit nachgeschaut und gesehen, dass ich ja auch schon seit Jahren eine Morgenroutine für mich mache. Die möchte ich auch gern hier mal erzählen. Wie sieht es aus, wenn ich als Alex Hurschler am Morgen aufstehe? Stopp. Aufwache. Ich habe als erstes meinen Wecker so eingestellt, dass es kein Pfeifton mehr ist. Er ist, ich darf jetzt mal hier eine kleine Werbung machen, bei Apple ist es so, du kannst wirklich so einen Schlafmodus einstellen, dass der dich am Morgen auf eine schöne Art weckt. Also ich habe eine schöne Melodie, die mich dann nicht mehr aggressiv macht oder einfach denkt, ach Mensch, jetzt ist schon wieder Morgen. Nein, das sind schon mal schöne Töne, die ich für mich so genießen darf. Also sobald mein Wecker morgen abgeht, mache ich eine kurze Wohlfühlmeditation im Bett. Und sobald ich diese absolviert habe, gehe ich in mein Badezimmer und mache eine kleine Fitnessübung, denn ich mache jeden Morgen 100 Liegestützen. Jeden Morgen ist das jetzt nicht, weil Fitness, der Körper auch Zeit braucht zur Regeneration, also mache ich das, wenn eine Woche 7 Tage hat, wie sie auch ist, mache ich dies 5-mal in der Woche, außer Dienstag und Mittwoch, da habe ich frei. Danach gehe ich duschen, ziehe mich an, gehe in die Küche und bereite das Frühstück für meine Familie vor. Und dann wird die ganze Familie wach. Also ihr seht, ich habe 30 Minuten, bevor mein Haus wach wird, wie ich es immer sage, bevor das ganze Haus wach wird, habe ich meine Routine bereits schon absolviert. Und ich möchte das auch explizit so erwähnen, denn ich bin auch Hausmann, habe Familie. Und das geht auch, wenn du Familie hast, mit einer Morgenroutine. Weil bei vielen Morgenroutinen habe ich schon von Menschen gehört, die alleine sind, die keine Familien haben. Und da habe ich mir so gedacht, na man, wie kann man das auch sonst umsetzen? Das geht also gut. Ich stehe einfach 30 Minuten früher auf, als das ganze Haus wach wird. Und dann habe ich meine Morgenroutine. Die Morgenroutine macht man täglich. Denn um jeden kleinen Schritt, den du im Leben tust, kann einen großen geschehen. Also wenn ich das jetzt täglich tue, wird damit eine Woche. Wenn ich das Woche für Woche mache, wird da ein Monat. Und so geht das, ein Monat wird ein Jahr und das Jahr wird zu deinem Leben. Du wirst sehen, die Routine braucht, und so kannst du dann auch deine Gefühle, deine Intuition freien Lauf lassen und in dein Leben einziehen lassen. Das ist wichtig.
Und Disziplin wie auch Planung gehört dazu. Ich war früher nie so ein disziplinierter Mensch, wenn ich es mal sagen darf. Das Militär hat mir da sehr geholfen, eine Disziplin einzunehmen, wo ich für mich so gestalten kann. Und übrigens, nach dem Frühstück bringe ich meine Tochter jedes Morgen in die Schule. Und sobald sie in der Schule ist, fahre ich entweder mit dem Auto oder mit dem E-Bike in mein Büro und beginne da zu arbeiten. Meine Leute kommen morgens 9 oder 10 und da habe ich meistens davor noch circa 30 bis eine Stunde Zeit, wo ich dann auch Zeit für mich nehmen kann. Und das ist immer gleich. Es ist aber auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Morgenroutine nicht immer gleich sein muss. Es ist auch wichtig, dass du einfach auch mal was Neues hineinbringst. Ich zum Beispiel bin ja ein Mensch, der Abwechslung sehr braucht und auch sehr neugierig ist. Ich brauche ein Neues. Darum habe ich jetzt zum Beispiel meine Liegestützen auch so gemacht, dass ich ab und zu auch ein kleines Bauchtraining einbaue. Dass ich mal was Neues ausprobieren kann. Das ist wichtig. Aber eine Disziplin und einen möglichen Ablauf ist wichtig, immer das Gleiche zu halten. Und erst wenn ich dann in meinem Office bin, schaue ich das erste Mal auf mein Handy, auf E-Mails, auf Instagram und sonst noch welche Posts, die mich dann sonst ablenken würden. Und da bin ich dann fit. Aber davor habe ich mir wirklich, das ist eine kleine Disziplin, geschaut, dass ich nicht mehr früher auf das Handy schaue, weil das raubt mir wie Energie. Ich bin dann nicht mehr bei mir und ich werde sofort abgelenkt. Das finde ich nicht schön. Jetzt kannst du dich mal fragen, welche Routine willst denn du für dich jetzt einsetzen? Was machst du bereits schon täglich, aber es ist dir vielleicht noch gar nicht so groß aufgefallen? Da schau mal, was du alles machen kannst. Übrigens mit deiner Morgenmeditation oder mit deinem Morgenspaziergang oder mit deiner Morgen-Jogging-Tour oder mit deinem Buch zu lesen am Morgen könnte man doch auch beginnen. Oder einfach Musik hören. Einfach die Zeit für sich nehmen ist was Wunderschönes. Da habe ich auch immer wieder so gute Ideen, Inspirationen, die ich dann für mich umsetzen kann. Also ihr seht, der erste Baustein ist die Morgenroutine, einfach Routine und Disziplin. Der zweite Baustein ist deine Umgebung. Deine Umgebung gestaltet, wie du bist. Ich habe schon immer gesagt, wir Menschen lernen vom Beobachten und Schauen. Und das ist wirklich so. Man sagt auch, die 5 Menschen, welche du am häufigsten in einem Umfeld triffst, gestalten dein Leben. Welches sind dann diese 5 Menschen? Sind das Menschen, die gerne immer auf der Couch sitzen, Chips essen und TV schauen und sich inspirieren lassen am Abend, wenn sie nach Hause kommen und nie was machen? Sind das solche Menschen? Oder sind das Menschen, die gerne Bücher lesen, sich weiterentwickeln, sich Sport treiben, sie auf die Ernährung achten und sie immer wieder guten Austausch mit anderen Menschen haben? Welche 5 Menschen hast du in deinem Umfeld, denn dies kupferst du ab, spiegelt dich und so gibst du dich dann auch. Oder sind das Menschen, wo du dich immer aufregen musst und du das Gefühl hast, du musst ihnen immer was erzählen und von dir was geben? Es bedeutet aber auch gar nicht, dass du jetzt deine Freunde verlassen musst. Nein, achte nur einfach mal darauf, welche 5 Menschen in deinem Umfeld sind, welche du viel siehst. Das ist übrigens auch eine Studie, die ich so gelesen habe. Aber ich denke jetzt mal, das war wahrscheinlich auch eine Studie von Männern, die es gewohnt sind zu arbeiten. Ich selber bin ja Hausmann. Ich gestalte mein Umfeld mit meiner Tochter. Ich bin Unternehmer, habe Firmen gegründet, bin Trainer und habe viele Leute um mich herum. Ich bin erfolgreich. Das bedeutet, dass ich ganz auf einen Punkt gekommen bin, nicht mehr so viele Menschen um mich herum habe wie Freunde. Ich gehe nicht mehr so viel aus am Abend. Na wieso? Ich arbeite dann. Ich kreiere meine neuen Produkte, wie auch diesen Podcast zu gestalten. Da brauche ich auch Zeit. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich nicht 5 Menschen im Umfeld für mich finden kann, denn ich mache es auch viel so. Ich habe inspirierende Kunden, die immer wieder kommen. Ich schaue mal, wie geben die sich dann? Oder heutzutage hat es ja auch YouTube, wo du dir Leute abonnieren kannst, die Sachen zeigen, wo sie für sich spannend finden. Das kann
kann man auch abkupfern. Und schlussendlich ist es auch deine Partnerin, dein Kind, deine Eltern, deine Großeltern, wo sich um dir umgeben. Und dann hast du vielleicht noch auch zwei, drei Freunde und dann, schwuppdiwupp, hast du bereits schon fünf Menschen. Ich möchte dir einfach zeigen, auch als Hausfrau oder als Hausmann ist dies absolut möglich, um zu gestalten, welche fünf Menschen um dich herum hast. Bei mir war echt spannend. Mit der Zeit habe ich wirklich gemerkt, in den letzten fünf Jahren hat sich mein Umfeld wieder mal verändert und ich habe wirklich Leute in meinem Umfeld bekommen, die sehr erfolgreich sind durch ihr Tun, durch ihr Handeln. Und das finde ich spannend, das schaue ich auch für mich ab und schau mal, was, wie kann ich denn ihre Ideen und was sie machen auf mein Business abkupfern. Also achte mal bitte auf dein Umfeld. Wie sieht dein Umfeld aus? Denn wir Menschen haben Spiegelneuronen im Kopf. Das ist eine, wir spiegeln von der Empathie her, wir spiegeln von anderen Menschen die Sachen, die sie im Kopf haben. Wir fühlen, wir können das auch wahrnehmen. Und wenn wir auch erhöhte Empathie haben, wie ich es für mich nenne, ist es wie ein Kino, das wir in ihrem Verstand, in uns bereits dann fühlen und sehen und das für uns dann auch nutzen können. Wenn wir ein Umfeld haben, das erfolgreich ist, die sich auch weiterbilden, die Menschen, die Sachen interessiert anschauen, die immer vorwärts kommen möchten. Das bedeutet aber gar nicht, dass du auch mal Pause machen kannst. Pause sind übrigens sehr wichtig und ist auch da wichtig, wie du es gestalten kannst. Wir benutzen auch das Wort Peer Group. Peer Group sind Menschen, die wie so gleichgesinnt sind. Also erschaffe deine Peer Group um dich herum, damit du weiterkommen kannst. Und es gibt hier wirklich ein spannendes Sprichwort. Wenn du die klügste Person in einem Raum bist, dann verlass bitte den Raum. Weil da kann ich selber persönlich nichts mehr lernen. Wenn ich in einem Raum bin, wenn ich da die klügste Person bin, ist das ja mal schön zu genießen. Mein Ego kann das genießen, sagt, wow, ist das spannend. Aber da bitte verlasse ich persönlich den Raum, weil ich will immer an mir arbeiten, ich will weiterkommen, ich will mich weiterentwickeln. Dann suche ich mir doch neues Umfeld. Wo kann ich Neues dazulernen? Wo kann ich neues Gespräch mit Menschen führen? Das ist doch spannend. Das ist der zweite Baustein, das hätte ich fast Backstein gesagt, für deine Umgebung. Und dann kommt das dritte. Das dritte Baustein ist tun, umsetzen, gleich mal was machen. Das ist so wichtig. Setze deine Gedanken gleich um und habe keine Angst davor. Ich möchte hier einen kleinen Abstecher zu meinem ersten Buch machen. Ich hatte ja mein erstes Buch, das war so ein Gedanke. So Alex, jetzt schreibst du dein erstes Buch und dann kam sofort die Angst hoch. Ja, liest denn das jemand? Und dann, oh nein. Die Menschen lesen das. Die lesen dann dein Leben. Ui, was will ich denn da schreiben? Soll ich denn da wirklich alles schreiben oder soll ich da nur einen Teil darin schreiben? Und für mich war das am Anfang wichtig, dass ich in meinem ersten Buch, welches ich immer selber schreibe, alles hineinschreibe. Denn jetzt wissen, kennen die Menschen meine persönlichen Schwächen. Sie kennen auch meine persönlichen Stärken und lernen immer Neues dazu. Das war mir so wichtig zu zeigen, dass ich auch Schwächen habe, dass ich aber auch Stärken habe und ich stehe dazu. Ich kann das den Menschen zeigen. Das war für mich so wichtig, damit ich dies umsetzen kann. Auch dieser Podcast. Ich hatte ihn einfach gemacht. Ich hatte danach, davor eine Woche lang YouTube-Tutorials geschaut, wie man so einen Podcast zusammenstellt, weil ich mache ja alles selber. Ich mache auch die Schnitts, die Intros, die Musik einspielen. Ich hatte doch keine Ahnung am Anfang. Darum hat es ja auch so holzig sich angehört. Auch der Ton hat mir am Anfang nicht gepasst, aber ich musste das ja lernen. Nach dieser Woche war ich dann ziemlich drauf und dran, den ersten aufzunehmen. Und dann habe ich geschaut, welche Plattform muss ich denn das stellen? Da ging es x-mal schief. Der Podcast ging zu früh raus, hat noch einige Fehler drin. Ja, mittlerweile, wenn ich dann so mal 200-300 Podcasts gemacht habe, wirst du bereits hören, dass sich das komplett anders anhört. Aber wichtig ist, tu es. Hab keine Angst davor, denn die Angst bildet unsere Erfahrung. Wenn wir nur Sachen machen, die wir gut können, übrigens ist das eine Komfortzone, dann kann ich nichts mehr lernen. Und dann ist ja auch der Spruch, wenn du die klügste Person in meinem Raum bist, dann verlass ihn. Ich als selbstständige Person, mir ist das nicht so hilfreich. Übrigens, die Komfortzone, die hatte ich früher nie gekannt im Militär, wo ich war. Professionelle Einsätze im In- und Ausland als Personenschützer oder Intervention.
Ich war Militärpolizist. Wie habe ich das gemacht? Wir durften immer wieder lernen. Und als wir dann das Gefühl hatten, wir konnten es, hatten wir das noch einmal lernen müssen. Also auch hier, permanentes Training ist wichtig. Tu einfach das, was du gerade das Gefühl hast, könnte für dich passen. Und wenn wir dann einen Fehler machen, wir werden ja auch im Umfeld hier in Europa erzogen, auch in den Firmen, dass wir keine Fehler machen dürfen. Das sei schlimm. Sicher ist das schlimm. Aber wenn wir keine Fehler machen können, dürfen, wie sollen wir dann auch lernen, dies nicht zu tun, einen Fehler? Denn aus Erfahrung können wir wachsen. Und meiner Meinung nach sind wir hier, um Erfahrungen zu gestalten. Ihr hört selber, das passt doch schon gar nicht zusammen. Also wichtig, tun, umsetzen ist eines der wichtigsten Sachen, um menschlich zu wachsen, um weiterzukommen, um Erfolg zu spüren, muss ich das auch ausüben können. Ich muss doch meine Arbeit fühlen, riechen, schmecken können. Und dies kann ich nur, wenn ich permanent am Probieren bin, Neues zu erschaffen, neues Inputs zu gestalten, auch in meinen Trainings, die ich mache, wo du auch als Coaching verstehen kannst. Ich versuche mit den Leuten immer wieder neue Ansätze zu kreieren, neue Wege zu gestalten, weil die Menschen so individuell selbstständig sind. Jeder Mensch ist einzigartig und da geht eben nicht immer der gleiche Leitfaden. Das geht nicht. Ich darf permanent jeden Tag an mir wachsen und Neues zu gestalten. Das finde ich schön. Das stresst mich auch nicht. Mich spornt das an. Und das ist auch immer wichtig zu schauen, was bist du dann für ein Typ Mensch? Setz das doch gleich um. Mach doch das. Hab keine Angst davor. Wir alle sind schon mal als Kleinkind umgefallen. Das möchten wir doch. Geh an deine Grenzen. Das bedeutet nicht, dass du permanent immer am Limit laufen musst und das Gefühl hast, Mann, ich mag nicht mehr. Aber die Grenzen fühlen, spüren ist wichtig. Also der dritte Baustein war tun, umsetzen. Der vierte ist jetzt Fokus, Fokus, Fokus. Konzentration heißt Fokus. Sich auf einen Punkt zu fokussieren können, ist was sehr Wichtiges. Denn Fokus ist Energie. Da, wo ich meinen Fokus hinsetze, da geht auch meine ganze Energie her. Und darum heißt diesen Podcast auch Erfolg beginnt mit einem ersten Gedanken. Denn mein erster Gedanke ist bereits mein Kickoff für mein neues Projekt. Da beginnt es bereits. Wie gestalte ich das? Was setze ich da um? Wie will ich das genau gestalten? Und dann muss ich den Fokus halten können. Nicht mehr vergessen. Ich kann es auch mal kurz aufschreiben. Wie lange kann ich mich denn fokussieren? Das ist immer spannend wieder, in meinen Coachings den Leuten zu erzählen, hey, schau mal, du kannst dich genau 20 Minuten konzentrieren, dann mach bitte eine Pause. Viele Menschen vergessen das und arbeiten dann 5 Stunden durch und danach sind sie überhaupt nicht mehr produktiv. Sie merken, sie sind wie ausgebrannt, sie sind müde, sie sind schlapp, sie können sich nicht mehr lange konzentrieren. Da sage ich immer so, hey, nach 20 Minuten mach du bitte eine kurze Kaffeepause. Geh was trinken, rauchen, steh auf bitte und geh vom Pult weg, wenn du eins hast und spazier mal kurz. Geh mal kurz nach draußen. Diese Zeit musst du mit dir nehmen und dann sitzt du wieder 25 Minuten hin. Das kannst du denn über einen ganzen Tag machen. Da bist du fit wie ein Turnschuh, aber sonst bist du nach 3 Stunden kaputt. Diese Zeit musst du dir nehmen. Fokus, Fokus, Fokus ist sehr wichtig, wo du für dich machen kannst. Und übrigens, Fokus geht Hand in Hand mit deiner Routine. Wenn du eine Morgenroutine hast, die dich inspiriert, die dich wie morgens fit macht, dann wirst du hier viel stärker sein. Denn die Routine ist bereits schon Fokus. Disziplin kannst du durch Fokus trainieren. So wirst du immer länger und präziser arbeiten können. Denn du wirst auch merken, in kleinen Dingen werden wir groß werden. Denn jeden Morgen was tun, bildet deine Woche, dies deinen Monat und dies dein Jahr und dann auch dein Leben. So wirst du deinen Erfolg in dein Leben kriegen, wenn du aus deiner Morgenroutine, aus deiner Disziplin dies umsetzt. Damit ist Fokus so wichtig. Fokus, Fokus, Fokus. Fokus ist Energie und ich kann es gar nicht mehr öfter sagen, denn dies ist eines der wichtigsten Punkte.
Gut, dann kommt Baustein Nummer 5. Das ist für mich ein sehr essentieller Punkt, denn das ist dein ethischer Grundsatz. Welche ethischen Grundsätze hast du? Das bedeutet ethische Bausteine in dir. Was lässt du überhaupt zu? Von deiner Erziehung her, von deiner Religion her? Was ist dir wichtig? Was sind deine persönlichen Ziele? Ich kann hier noch lange was über Fokus, Konzentration und erfolgreich erzählen. Wenn du das persönlich aber in deinen ethischen Grundsätzen nicht zulässt, wird das auch nie in dein Leben kommen. Schreib mal deine 5 ethischen Grundsätze auf, die du hast. Das, die können wie folgt wie lauten: Frieden für die ganze Menschheit, keine Diskriminierung von Menschen, finanzielle Gleichstellung von Mann und Frau zum Beispiel. Und da könnte es dann auch viel mehr sein. Was ist denn dir wichtig? Oder auch ich zum Beispiel, einen ethischen Grundsatz von mir ist ja ganz wichtig, ich schaue in meiner erhöhten Empathie nie auf Menschen, die dies nicht wollen. Ich erzähle denen nie was, wenn sie es nicht hören möchten. Das ist für mich einer der wichtigsten Bausteine. Ohne dies kann ich nicht arbeiten. Also, welche ethischen Grundsätze hast dann du? Jeder Mensch hat welche, aber sobald sie dir nicht bewusst sind, wirst du auch merken, dass du immer wieder in deiner Erfolgreich stolpern wirst, weil du das Gefühl hast, hier passt was nicht. Also, der 5. Baustein ist ethischer Grundsatz. Welche Einstellung hast du zu deinem Leben? Was lässt du zu? Wie ist deine Erziehung und Religion dazu? Was ist dir hier wichtig? Das ist der 5. Und jetzt kommt der 6. Das ist deine menschliche Wahrnehmung. Was kannst du selber an deinem Körper wahrnehmen? Das bedeutet, ich habe mal gehört, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nur erfolgreiche Menschen sind gesunde Menschen. Und heute, wo wieder die Batteriezeitalter hochkommt, kennst du das Aufladen der Batterie, das Recharging der Batterie, also deiner Batterie aufladen? Wie lädst du sie auf? Das ist wichtig. Bevor du überhaupt mit anderen Menschen oder irgendwo hingehst, schau bitte, dass du deine Akkus auflädst. Und das beginnt auch bei mir bereits schon am Frühstück. Wie esse ich denn Frühstück? Bei mir ist es so, da ich sehr sensibel bin mit einer erhöhten Empathie, kann ich immer sofort Sachen merken und ich vertrage auch einiges nicht. Darum, ich esse zum Beispiel immer ein Müsli oder ein Spiegelei morgen oder was Frisches, auch Milch zu nehmen, aber ich ertrage nicht jede Milch. Mittlerweile gibt es da verschiedene Milchtypen und dann ganz viele Früchte reinschmeißen. Das pusht mich. Das hält mich dann auch für die nächsten 4 bis 5 Stunden aktiv, wo ich dann auch nichts essen muss. Und danach esse ich wieder Mittag. Essen ist wichtig. Sobald ich mit Energie arbeite, verpuffe ich. Das ist wie ein Porsche. Ich muss permanent tanken, aber eben bitte den richtigen Sprit, damit mich das lang anhält. Sonst werde ich relativ schnell ausgebrannt sein. Ich werde ausgelaugt sein und kann diese hohe Base nicht mehr halten. Ich arbeite nämlich unter sehr hohen Energiebedingungen permanent. Mein Fokus muss so lange sich konzentrieren können. Das sind über mehrere Stunden. Das war ein langes Training für mich selber. Und das mache ich eben mit dem Essen. Das ist wichtig. Die Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte dann aber auch gelernt, für eine Akkuaufladung sind Pausen sind sehr wichtig. Pausen gleich Ferien. Ich plane meine Ferien permanent, wo ich Auszeit nehme. Ferien sind für mich Auszeit. Und dann bin ich bei meiner Familie. Ich genieße es da auch. Oder ich gehe in die Natur raus. Ich gehe laufen. Ich mache auch immer wieder viel Sport, wo ich einfach nach draußen joggen gehe, mit dem Fahrrad zu fahren. Das sind Segmente, wo ich für mich nehme. Ich da ganz persönlich. Ich will mich jetzt nicht mehr in einem Zimmer einschließen und sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Das hatte ich früher genug gemacht. Aber ich kann ja auch dies aktiv in mein Umfeld integrieren. Also ich fahre mit meinem E-Bike in meinem Büro. Da habe ich Zeit für mich, da bin ich alleine. Oder auch im Auto, was mache ich da? Da nehme ich Zeit für mich. Meistens höre ich da einen Podcast oder ein Buch, das mir vorgelesen wird. Das ist super spannend, da bilde ich mich permanent weiter. Das sind die Pausen, die ich für mich brauche. Oder eben auch, ich gehe gerne in die Sauna, wo ich Zeit für mich nehmen kann. Oder einfach Ferien für mich genießen. Das pusht mich auf, das lädt mich. Ich finde es aber schön. Und immer, wenn ich eine gute Idee habe, schreibe ich sie auf. Dann habe ich sie aufgeschrieben und habe nicht mehr das Gefühl, dass ich was vergesse. Ich kann dann loslassen. Das ist was
sehr Wichtiges. Und das hilft auch meiner Seele, meinem Geist, mich frisch und fit zu halten, damit mich wahrnehmen kann. Deine persönliche Wahrnehmung, körperliche Wahrnehmung ist wichtig. Wie fühle ich mich fit? Und dann nicht nur immer auf meinem Verstand zu hören, sondern auch, wie fühlen sich meine Füße an? Wie fühlen sich meine Hände an? Meine Beine, mein Gesäß, mein Oberbauch. Oberbauch gibt es gar nicht, meinen Bauch, meinen Brustumfang. Was kann ich da fühlen? Das ist was Wichtiges. Und das beginnt eben auch mit der Morgenroutine. Ihr seht jetzt mal, was alles auf die Morgenroutine zufällt, anstatt von Fernsehschauen oder iPod oder iPhone checken, sondern ich kann da permanent mich am Morgen bereits schon fühlen, spüren, mich auf den Tag hineinlassen. Das ist mal sehr wichtig. Also, was kann ich da wirklich wahrnehmen? Diese 6 Bausteine sind sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Und ihr werdet sehen, das ist bereits auch deine Routine, die du für dich umsetzen kannst. In diesen 6 Bausteinen, welche ich jetzt noch einmal zusammensetzen möchte, Routine, Disziplin, das bedeutet auch am Morgen immer regelmäßig Sachen zu machen, diszipliniert Sachen zu machen. Disziplin heißt ja auch planen, strukturieren, diszipliniert vorzugehen, sich auf was vorbereiten, das ist doch wichtig. Zweiter Baustein ist deine Umgebung. Welche sind deine 5 wichtigsten Leute in deinem Umfeld? Wie sind sie gestrukturiert? Was ist ihnen wichtig? Passt das zu dir oder möchtest du dir eine neue Peergruppe aufbauen? Was ist dir da wichtig? Dann kommt das Tun. Der dritte Baustein ist das Tun und gleich die Umsetzung. Was tust du? Sofort umsetzen und deine Gedanken Neues geben. Das ist wichtig. Der vierte Baustein ist Fokus. Fokus, 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 Konzentration. Weil umso mehr Fokus du hast, umso mehr Konzentration, Energie kannst du versprühen und gezielt auf einen Punkt bringen. Das ist doch wichtig. Der sechste ist ethische Grundsätze. Was ist dir persönlich wichtig? Was würdest du nie tun? Das ist sehr essentiell, sonst passt das ganze Struktur hier nicht zusammen. Und dann der 6. Deine menschliche Wahrnehmung. Was kannst du an dir selber wahrnehmen? Ich mache das regelmäßig in den letzten Jahren und ich darf sagen, ich fühle mich persönlich sehr erfolgreich. Erfolgreich bedeutet für mich auch, das zu essen, was für mich wichtig ist, mit Menschen zu reden, mit denen ich möchte. Ich tue nur noch das, was ich wirklich tue und tun möchte. Darum habe ich auch einen eigenen Verlag, wo ich meine Bücher selbst zu den Menschen bringe. Ich bin jetzt vielleicht da noch nicht in dem Umfeld so groß, wie das andere haben, aber ich darf dafür in das Buch schreiben, was ich möchte. Ich habe auch die Erfahrung hingemacht. Ich habe ja auch meinen Wahrnehmungstrainer selbst aufgebaut. Das ist eine Ausbildung, wo du deine eigene Wahrnehmung finden kannst und das bis zum Expertenlevel, wo du persönlich wie als Coach arbeiten kannst. Das ist, finde ich, sensationell. Das habe ich persönlich selbst aufgebaut. Daher fühle ich mich sehr erfolgreich. Und ich würde auch schön finden, wenn du auch erfolgreich werden kannst und durch diese 6 Bausteine hier der erste Punkt ist, wo du das für dein Leben integrieren kannst. In kleinen Etappen können wir erfolgreich sein. Ich möchte mich hier ganz herzlich für deine Zeit bedanken, welche du mir soeben geschenkt hast, indem du das meinen Podcast gehört hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, auch mir mein Feedback schreibst, wie er dir gefällt, was du vielleicht in einem neuen Thema mit mir teilen möchtest, wo ich über ein Thema reden kannst, welches dich inspiriert oder dich weiterbringen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest es gerne weiterentwickeln, Persönlichkeit entwickeln, dann würde ich mich doch freuen, wenn du meiner Webseite meine Ausbildung zum diplomierten Wahrnehmungstrainer mal anschaust. Übrigens, ich habe hier schon bald einen Informationsabend, welche ich den Menschen die Ausbildung näher bringen möchte. Diese Informationsabend ist am 26. Oktober bei mir in Zürich. Ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir eine Sommerzeit, wunderschöne, mit nicht zu heißem Wetter. Bei mir ist es sehr warm. Somit wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Bis bald, euer Alex.